Ich hatte euch vor ein paar Videos versprochen, euch so ein paar Kopfschmerztipps mit auf den Weg zu geben. Und das werde ich jetzt in diesem Video tun. Die Liste ist natürlich absolut nicht vollständig und wie heißt es so schön in Köln, jeder Jack ist anders. Also es hilft eigentlich auch jedem so ein bisschen was anderes. Deswegen werde ich euch auch einfach mal alle möglichen Tipps vorstellen, die ich kenne, die mir zugetragen wurden. Und vielleicht könnt ihr davon einfach mal den einen oder anderen ausprobieren. Und ja, vielleicht hilft euch ja was davon. Das wäre natürlich toll. Ich fange erstmal an mit Sachen, die mir nicht so geholfen haben, aber die an sich auch tolle Tipps sind. Und zwar ist es zum einen viel Ingwer oder auch Vanille zu sich zu nehmen. Das habe ich ausprobiert, es hat aber keinerlei irgendwie Unterschied gemacht bei mir. Da ist es aber so, man kann den Ingwer zum Beispiel als Tee aufkochen, man kann den Ingwer irgendwie in etwas reinreiben, was man isst. Halt einfach ziemlich viel essen davon. Ingwer ist ja sowieso wirklich super gesund, tötet wohl auch Krebszellen ab, habe ich gehört. Also ein Versuch ist es wert und Schaden tut man sich mit Ingwer nicht. Also gesund ist es so oder so, auch wenn es vielleicht nicht gegen die Kopfschmerzen helfen sollte. Ja, Vanille kann man als Schoten kaufen, man kann aber auch Vanillepulver kaufen, also schon gemahlene Vanilleschoten. Man kann sie sich auch selber mahlen und kann die dann eben auch in Tee mit reingeben, in was zu essen, am ehesten eben in Süßspeisen und soll wohl auch bei Migräne oder Kopfschmerzen helfen. Dann, was ich dann schon besser finde, ist Heilerde. Heilerde kann man einmal auf die Stirnregion oder auch auf die Schläfenregion auftragen, einwirken lassen. Die wirkt dann so ein bisschen entgiftend und gegen Entzündungen. Man kann auch Heilerde einnehmen. Damit unterstützt man eben auch die Entgiftung im Körper. Man unterstützt so ein bisschen Leber, Galle, Magen, also was, was da unten so zusammenhängt. Das ist auf jeden Fall, finde ich, schon ein Stück wirksamer. Oder bei mir war es, ist es wirksamer. Was bei mir auch hilft, weil es auch Leber und Galle entlastet und tatsächlich daher scheinbar auch ein Großteil der Kopfschmerzen oder Migräne kommen, zumindest hilft es bei mir, ist, wenn ich mich dann mit angewinkelten Beinen hinlege. So. Oder auch wenn ich sie aufstelle, das hilft auch schon im Bett. Dann, was richtig gut geholfen hat bei der letzten Migräne und wenn ich das nächste Mal wieder Migräne habe, dann werde ich es auch wieder testen, ist einmal die Wechselatmung. Und zwar bin ich aufgewacht und habe schon gemerkt, die Kopfschmerzen gehen los und habe dann direkt Wechselatmung gemacht. Und die Wechselatmung könnt ihr euch zum Beispiel im Internet durchlesen oder auch auf YouTube mal gucken, wie das funktioniert. Es geht dabei darum, dass ihr abwechselnd hier die Nasenlöcher zuhaltet. Da gibt es dann auch, wenn ihr jetzt mal hier so hoch geht, merkt ihr, dass hier irgendwann der Knochen anfängt oder der Knorpel, der Knochen. Und wenn man kurz davor die Nase zuhält, dann kann man die zuhalten, ohne dass sie feucht wird und verstopft. Ja, wenn man das hier unten zuhält, dann wird die irgendwann verstopft, weil es dann Schleim produziert wird. Und da ist es dann so, dass man eben zur einen Seite einatmet, beide Nasenlöcher zuhält, die Luft anhält, dann das andere Nasenloch öffnet, die Luft wieder rauslässt. Für Anfänger empfiehlt sich da so der Takt, so 4 Sekunden einatmen, 4 Sekunden halten, 4 Sekunden wieder ausatmen, dann auf der anderen Seite 4 Sekunden einatmen, 4 Sekunden halten, 4 Sekunden ausatmen. Wenn man Yoga macht, dann hat man da irgendwann einen anderen Rhythmus, dann ist es zum Beispiel 4 Sekunden einatmen, 12 oder auch 16 Sekunden halten und 8 Sekunden ausatmen. Und das hat wirklich also einen direkten Effekt gebracht. Ganz, ganz, ganz toll war das. Und was ich dann auch erklärt bekommen habe, ich denke mal, ich habe es richtig gemacht, zumindest hat es tatsächlich geholfen, ist so ein Druckpunkt hier oben zu drücken. Und dafür legt man die Mittelfinger hier auf das dritte Auge, geht dann mit den Daumen über die Ohren, also an den Ohrenspitzen entlang nach hinten. Ja, gerade nach hinten, dann hat man den Punkt, der gegenüber vom dritten Auge liegt, am Hinterkopf. Und von dem greift man dann nach oben. Und den Punkt, den man dann da berührt mit den Fingern, das ist dann der Punkt, den es zu drücken gilt. Und das war wirklich faszinierend. Ich habe angefangen, den Punkt zu drücken und in dem Moment hatte ich erstmal, so, also solange ich den Punkt gedrückt habe, war gar nichts mehr an Schmerz da. Und wenn ich ihn dann losgelassen habe und dann war es tatsächlich eine Linderung und es wurde tatsächlich besser. Und deswegen habe ich meine letzte Migräne wirklich deutlich besser überstanden.
Ich hatte zwar diese ganzen Nebeneffekte noch, diesen Schwindel, Kreislaufproblem, auch die Augenprobleme, also dass ich nicht richtig sehen konnte und alles. Aber der Schmerz war wirklich deutlich besser und deswegen war es viel, viel, viel erträglicher. Ja, was aber auch hilft, sind so Sachen wie zum Beispiel sich einen feuchten Waschlappen auf die Stirn zu legen oder auch ein feuchtes Tuch ein bisschen fester um den Kopf zu wickeln, dass man so einen ganz leichten Druck zum Beispiel hat. Ja, das sind so meine Tipps irgendwie für Kopfschmerzen und Migräne. Vielleicht ist ja irgendwas davon neu für euch. Genau, einer fällt mir noch ein, Magnesium. Ich nehme, wenn ich dann Migräne habe, immer Magnesium ein. Das gibt es so als in Pulverform einfach zum Nehmen. Und das fördert so ein bisschen durch Durchblutung, das nimmt die Verspannung, ja, und dadurch kommt, also man hat es ja irgendwann, dass man Migräne hat, dass man immer mehr auch verspannt und dadurch wird es ja noch schlimmer. Und das Magnesium hilft eben, dass man dann wieder lockerer wird und das besser durchblutet wird. Das nehme ich auch immer, das hilft mir auch wirklich ganz gut. Ja, vielleicht hat euch der ein oder andere Tipp geholfen oder wird euch helfen. Probiert es einfach mal aus. Es ist immer noch besser, als einfach die Migräne zu ertragen. Und ja, vielleicht habt ihr ja auch den ein oder anderen Tipp, den ich hier nicht aufgezählt habe. Es gibt ja wirklich Millionen von Tipps wahrscheinlich bei jedem anders und verschiedene Hausmittel noch. Ihr könnt es natürlich auch gerne mit Meditation versuchen oder mit weißem oder grünem Licht, was ihr kanalisiert, mit der Atmung und so weiter. Nur bei mir ist es so, dass bei Migräne meine ganzen Lichttherapien nicht so richtig fruchten wollen. Die fruchten dann erst, wenn ich die Migräne mit was anderem schon ein bisschen in den Griff bekommen habe. Und dann unterstützend wirke mit positiver Energie, mit heilendem Licht. Das funktioniert dann gut im zweiten Schritt. Aber um überhaupt erstmal dieser extremen Schmerzen Herr zu werden, die mich nicht mehr denken lassen, braucht es dann eben doch was anderes. Ja, und es gibt natürlich auch Migräne-Tabletten. Ja, das ist aber immer so ein bisschen die Wahl zwischen Pest und Cholera. Also wenn man sich da mal die Nebenwirkungen ansieht und auch was sie dann mit dem Körper machen, ja, man hat dann vielleicht dann keine Kopfschmerzen mehr, aber dafür ganz schön viele andere Probleme. Also da bin ich halt dann echt vorsichtig und nehme lieber Abstand davon. Ja, deswegen jetzt so ein paar klassischere Hausmittel oder einfach so ein paar homöopathische Sachen. Ich bin gespannt, was ihr so empfehlt und wir sehen uns im nächsten Video.